Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Ja, hallo, ich wünsche euch einen schönen letzten Maitag. Mai ist mein absoluter Lieblingsmonat, aber Juni ist auch okay, mein Geburtstagsmonat. Und ja, die Temperaturen steigen. Wir zeigen wieder so ein bisschen mehr von uns, von unseren Beinen, Armen und so weiter. Und deshalb kommt vielleicht die heutige Folge wie gerufen. Ich möchte euch nämlich zu einem Gespräch mit Sonja Taucher einladen, die mit Menschen arbeitet, die sich wieder mehr mit ihrem Körper anfreunden wollen. Sie ist Fitnesstrainerin und Coach. Und ja, wir haben hauptsächlich, wenn man das einmal zusammenfasst, über das Selbstbewusstsein gesprochen, mein Lieblingsthema. Deswegen gibt es auch direkt nächste Woche nochmal eine Folge dazu, eine ganz andere, aus einer ganz anderen Perspektive, aber trotzdem zum Selbstvertrauen. Und mit Sonja habe ich eben darüber gesprochen, wie man den richtigen individuellen Ansatz für sich finden kann und warum dieser so wichtig ist. Wenn jetzt gerade oder seit langem schon der Wunsch besteht, ein bisschen Gewicht zu verlieren oder ja, an der Form, der Haltung, der Ausstrahlung des Körpers zu arbeiten, diese zu verbessern. Und ja, wir haben darüber gesprochen, wie viel ein gesunder, starker Körper das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen stärken kann. Das waren unsere Themen. Die Realität ist, dass ganz viele von uns eine nicht ganz einfache Beziehung zu ihrem Körper haben, indem wir vielleicht jedes Mal, wenn wir so ein kleines bisschen zunehmen, uns innerlich selbst fertig machen und dann unsere Gesundheit mit schnellen Diäten oder Essanfällen nicht unbedingt stärken. Warum nehme ich nicht ab oder kann mein Gewicht halten, wenn ich doch alles versuche? Und ja, warum bekomme ich keine Resultate beim Sport, wo ich doch trainiere und mich bewege? Und welche Rolle spielen eigentlich die Gedanken, die ich über mich und meinen Körper und mein Essverhalten habe? Solche Fragen besprechen wir im Detail und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hi Sonja, oh, ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf rund um das Thema Körperbewusstsein, Sport, Selbstbewusstsein. Der Sommer steht vor der Tür. Ich glaube, das stimmt. Das Thema Körper ist besonders relevant für die meisten, für uns in dieser Zeit. Also Gewicht, Wohlfühlen, zufrieden sein mit sich, sich wohlfühlen in der eigenen Haut. Das sind so große, breite Themen. Und ich habe letztens gelesen, dass 85% der Menschen eigentlich unzufrieden mit dem eigenen Körper sind. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir jetzt ein paar Fragen stellen kann und vielleicht den einen oder anderen Tipp abgreifen kann, wenn Menschen denken, ich würde gern ein bisschen gesünder oder schlanker sein oder stärker sein, dass du vielleicht so handfeste, wenig theoretisch, sondern richtig praktische Tipps geben kannst für die, die auch mit diesen Themen gerade strugglen. Wie wäre es, wenn du kurz ein paar Worte zu dir sagst, damit die Menschen sich vorstellen können, wer ist das? Und vielleicht auch direkt im Anschluss erzählst, wie du ja zu diesem Thema, zu dieser Thematik, zu deinem Beruf gekommen bist. Okay, ja, mega cool. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Weil ich denke, dass das ja auch eine gute Synergie ist und ich freue mich total, dass wir jetzt ein bisschen sprechen, weil wir ja auch ähnliche Themen haben. Genau, ich bin Sonja. Sonja Taucher mit Nachnamen, so findet man mich an, nämlich auch überall, deswegen sage ich das mal direkt dazu. Ich bin Body and Soul Coach für Frauen. Ja, und das ist im Prinzip, ich muss dann immer aufpassen, dass ich mich
nicht zu, dass ich nicht 3 Tage jetzt darüber rede, aber das ist im Prinzip, was ich mache. Ganz grob gesagt, helfen wir im Coaching Frauen dabei oder auch mit unseren ganzen anderen Produkten, die wir haben, auch Podcast und so, sich wieder wohler zu fühlen. Und besonders nach jahrelangen Diäten und immer wieder Ups und Downs und vielleicht mal Fett verlieren oder wieder zunehmen und so weiter, einen Weg für ihr Leben zu finden und zu sagen, that's the way to go und damit kann, weiß ich, verliere ich Fett und so funktioniert mein Körper und ich habe aber auch wieder ein gesünderes Essverhalten und finde mehr zu mir und meinem Körper. Das ist so eigentlich das, was wir machen. Das ist das, wofür ich so brenne. Das ist das, was mein Coaching macht. Und wie bin ich dazu gekommen? Also in der Fitnessbranche bin ich schon, das jetzt vielleicht nochmal, also ganz, ganz kurz, seit 2015, da habe ich mal so mein Hobby zum Beruf gemacht, ganz klassisch, als ich gemerkt habe, boah, das Training gibt mir voll was, war mir aber nicht genug, einfach nur 3-mal die Woche das zu machen. Ich wollte das einfach studieren, ich wollte mehr wissen. Dann duales Studium angefangen und bin halt seitdem in der Fitnessbranche. Mal hier gearbeitet, mal da, habe Lizenzen gemacht, habe, ne, das wie gesagt studiert und habe halt dann irgendwann gemerkt, als Angestellte, als Trainerin in einem Fitnessstudio kann ich halt den Menschen auch nicht so helfen, wie ich will. Ich bin immer irgendwie gebunden an das Unternehmen, wo ich halt gerade bin. Ich habe immer nur vielleicht 1 Stunde Zeit für einen Trainingsplan. Ich darf vielleicht nicht über Ernährung was erzählen, weil das nicht das Konzept des Fitnessstudios ist. Oder ich muss vielleicht bestimmte Dinge über Ernährung erzählen, was gar nicht der Wahrheit oft entspricht. So. Und habe dann gemerkt, nee, das willst du nicht. Deswegen hast du nicht diesen Beruf angefangen. Und zusammen mit meinen eigenen Struggles, die ich mit meinem Körper hatte, können wir vielleicht auch noch drüber reden, gucken wir mal. Ja, Thema gestörtes Essverhalten, ganz viel zunehmen, ganz viel abnehmen, ganz viel verzerrtes Selbstbild und so weiter, die ich die ganzen Jahre selbst hatte. Dann irgendwann, also diese ganzen Themen zusammengefasst, gesagt, nee, ich mache mein eigenes Ding und ich bringe den Frauen das bei, was ich gebraucht hätte, als es mir so scheiße ging, das mal einfach zu sagen. Und helfe denen dabei, was sie brauchen, damit sie nicht Jahre, Jahrzehnte brauchen, wie ich es gebraucht habe, zu einem gesunden Körper, zu einem gesunden Körperbild. Ja, und deswegen ist das Coaching geboren, vor ungefähr 3 Jahren. Was würdest du denn sagen, warum sind so viele von uns, und also ich habe da auch meine eigene Story, ich war immer schon sehr, sehr unzufrieden mit meinem Körper, warum sind so viele von uns dermaßen unzufrieden, wie wir aussehen? Ich habe Ja. das Gefühl, das wird wie so ein Computervirus auch von Mutter zu Tochter über Generationen weitergegeben. Wie siehst du das oder warum Ja, das denkst du, ist ist das so? tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Also klar ist natürlich das Offensichtliche, ne, Thema Social Media und Vergleiche und so weiter. Das ist ja permanent quasi vor deiner Nase. Was jetzt irgendwie der neueste Körpertrend und so weiter ist, das spielt auch mit rein. Da habe ich übrigens spannenderweise damals meine Bachelorarbeit geschrieben zu dem Thema Vergleiche auf Instagram und so weiter und habe da auch verschiedene Umfragen gemacht. Und ich erinnere mich noch, ich meine, das war jetzt auch schon, wann war das denn? 2018 oder so? Nee, stimmt gar nicht, 2017, also ist schon auch schon ein bisschen was her. Aber ich habe eine Umfrage, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ich habe wirklich einige Leute gefragt, also nicht nur 3, 4, sondern schon einige Leute die Frage gestellt, also Kraftsportlern, Leute, die ins Fitnessstudio die Frage gestellt, hast du dich jemals nach dem Nutzen von Social Media schlechter in deinem eigenen Körper gefühlt? Und 100% haben einfach ja gesagt. Das fand ich schon krass. Also dieses Social Media und Vergleichen, natürlich spielt das eine extreme Rolle. Aber dann würde ich auch sagen, das, was du gesagt hast, dieses Generationsthema und so dieses, was bekomme ich auch in der Kindheit tatsächlich mit, ne? Also wie wird irgendwie mit Essen umgegangen und wie steht meine Mama vielleicht auch zu ihrem eigenen Körper? Ich habe so viele Kundinnen, die berichten, dass das schon immer ein Thema war, dass sie das in der Grundschule mitbekommen haben, dass sie vielleicht deswegen ausgeschlossen wurden, dass sie bei Mama schon mitbekommen haben, nee, iss mal lieber nur die kleine Portion und ich bin auf Diät und dies und das. Also das fängt schon ganz, ganz früh an bei ganz vielen Frauen. Also ich rede halt jetzt immer über Frauen, weil Frauen einfach, ich arbeite nur mit Frauen, deswegen kann ich es immer nur sagen, was ich halt erlebe. Und das also fängt schon teilweise mit 4, 5, 6, 7 Jahren an, dass Frauen oder kleine Mädchen das mitbekommen. Und dann finde ich, ist das echt kein Wunder, dass man mit 20, 30, 40, 50 Jahren da sitzt, wenn man nie daran gearbeitet hat und ein gestörtes Verhältnis zu seinem Körper oder zum Essen hat. Ja. Ja, was einen ja auch in anderen Bereichen einfach immer, immer unter Druck setzt, ist dieser Vergleich zu sehen, wie andere es haben, wie andere aussehen, wie leicht es anderen fällt. Es wirkt natürlich alles
schöner, leichter, Mhm. einfacher bei den anderen. Aber was würdest du sagen? Das ist natürlich das Thema Geisteshaltung, auf das wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen. Aber was kann man tun, wenn man immer wieder in diesen Vergleich fällt? Gibt es da, hast du dir da was erarbeitet oder wie arbeitest du damit? Ja, das ist eine gute, gute Frage. Also ich würde erstmal, das Ding ist, das ist auch generell so meine Arbeitsweise, würde ich sagen. Ich bin nicht so jemand, der sofort sagt, das und das und das musst du tun. Auch bei Ernährung und Training tatsächlich nicht. Generell bin ich eher jemand, der erstmal einen Schritt zurückgeht und sagt, aber woran liegt es denn bei dir? Ne? Also was sind denn irgendwie die schwierigen Situationen? Was sind denn die Trigger-Momente? Was genau löst das denn aus? Was genau sind Situationen für Heißhunger? Was genau sind Situationen zum Vergleichen oder so? Ne? Und dann würde ich mir halt die angucken. Also ich habe irgendwann festgestellt, ich hatte halt so eine Phase, ja, wie gesagt, jahrelang war ich nicht zufrieden mit meinem Körper. Auch bei mir war das ewig lang ein Thema. Fast 30 Kilo abgenommen und dann wieder zugenommen und dann Bodybuilding gemacht und so. Also es war echt ein Kampf. Und gerade in dieser Bodybuilding-Zeit war es für mich, habe ich dann irgendwann festgestellt, absolut schlimm, diese ganzen Accounts bei TikTok und bei Instagram zu haben. Und bin denen dann, auch wenn es wirklich schweren Herzens war, bin denen dann tatsächlich allen entfolgt und mir dann einfach einen neuen Feed geschaffen mit irgendwelchen Travel-Seiten und schönen, weiß ich nicht, und Katzenbabys und so weiter. Mhm. Das hat so viel ausgemacht, weil das halt eben so ein bisschen mein Hebel war, ne? Wenn man jetzt aber irgendwie feststellt, na gut, ich vergleiche mich, das trifft ja in jeder Situation zu, ne? Ich vergleiche meine Arbeitsweise irgendwie mit meinen Kollegen oder ich denke immer irgendwie, ich bin nicht gut genug, dann sollte man schon an der Ursache arbeiten, ne? Also, und nicht einfach sagen, naja, ich stelle mich vor den Spiegel und sage 100 Mal, ich bin gut genug, weil das bringt irgendwie nichts, ne? Sondern zu gucken, wo kommt das denn her und warum denke ich so und warum fühle ich so, warum zweifle ich so an mir. Aber ich würde vor allem sagen, diese schwierigen Situationen erstmal ausfindig machen. Und Menschen, die sich jetzt gerade so ein bisschen falsch oder zu dick fühlen, die haben ja, wie ich selber von mir weiß, auch schon einiges probiert, und haben auch das Gefühl, ich habe schon so viel getan oder ich tue so viel. Warum klappt es denn? Warum nehme ich nicht ab? Warum, vielleicht ein anderes Thema, was ich auch noch gleich besprechen möchte, warum baue ich denn keine Muskulatur auf zum Beispiel? Warum klappt es mit dem Sport bei mir nicht? Aber vielleicht jetzt erstmal das Thema Abnehmen. Warum nehme ich nicht ab? Wie kann ich abnehmen? Gibt es da so ein paar pauschale oder Nee, universelle Geheimnisse? leider nicht. Leider nicht. Das Ding ist, jeder, der jetzt vielleicht zuhört, wird vielleicht denken, naja, das Kaloriendefizit, naja, viel Wasser trinken, naja, viel Proteine essen oder so, wenn sich jemand schon ein bisschen damit ne, befasst hat. Aber, also ja, das ist alles wichtig, auf jeden Fall, klar, es ist auch kein Geheimnis, viel Wasser trinken ist irgendwie wichtig und auch mal Gemüse zu essen ist irgendwie, das wissen wir alle. Aber das Ding ist, was ist in der Realität der Fall? In der Realität ist es so, dass ganz, ganz viele Frauen, je länger sie diäten und je länger sie in diesem Ernährungs- und Sportgame drin sind, und manche Frauen sind da ja schon seit 10, 20, 30 Jahren irgendwie drin mit dem Kopf und versuchen es immer wieder, irgendwann sieht man halt einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann kommt noch TikTok dazu, dann kommt noch YouTube dazu, dann kommt noch Podcast dazu. Der eine sagt, nee, du musst achtsam dich ernähren und intuitiv. Der nächste sagt, nee, du musst schon Kalorien zählen. Der wiederum nächste sagt, du musst ein nicht zu großes Defizit fahren. Der wiederum nächste. Also es ist so, boah, was soll ich denn überhaupt machen? Und was trifft denn auf mich und meinen Körper zu? Das ist ja das Wichtige. Vor allem Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, warum auch viele die Ergebnisse nicht sehen, egal ob jetzt in die eine Richtung abnehmen oder in die andere Richtung zunehmen und Muskeln aufbauen, versuchen sich immer wieder in, und das, ich glaube, da kannst du auch mit relaten, was so auch deine Themen angeht. Wir versuchen häufig etwas zu tun, was irgendwie eine Schablone ist und uns irgendwo reinquetscht, weil irgendwie wir wo gesehen haben, dass das Erfolg verspricht. Irgendwie eine gewisse Ernährungsform, obwohl das gar nicht zu uns passt. Zum Beispiel zu sagen, naja, gut, dann faste ich halt, ne? Obwohl ich vielleicht frühmorgens schon Hunger habe oder einen Frühdienst habe und dann zu sagen, bis 12, 13, 14 Uhr nicht zu essen, ist verdammt hart, aber wird schon klappen. Ne? Also irgendetwas zu machen, das gar nicht zu uns und unserem Alltag und zu unserem Leben und zu unserer Ernährung passt. Oder auch klassisch zu sagen, ach ja, dann lasse ich einfach die Schokolade weg. Obwohl man vielleicht Schokolade liebt, das wäre jetzt so wär auf mich bezogen, total unrealistisch zu sagen, ich esse nie wieder zu Schokolade. Also wir versuchen uns immer in irgendwas reinzudrücken, was wir gar nicht sind.
Und das ist sowohl bei diesen Körperthemen so, als auch in diesen mentalen Themen, glaube ich. Also wir versuchen, glaube ich, auch bei Stress zum Beispiel ganz oft zu sagen, ich muss das einfach aushalten, ich muss irgendwie einfach das irgendwie anders gestalten, sodass ich damit zurechtkomme. Also es ist irgendwie immer, wir versuchen uns irgendwo reinzuquetschen, ohne erstmal zu schauen, was können wir aber, also die Gegebenheiten oder die Ernährung oder den Alltag oder so an uns anpassen, sodass es für uns dein Leben lang passt. Ja, hat das Sinn ergeben oder war das zu viel Wirrwarr? Nein, das ist super. Ich habe gerade so ein bisschen an mich gedacht, während du gesprochen hast und wie ich das in den letzten Jahrzehnten so selber erfahren habe. Und ich denke wirklich so ein bisschen so bitter darüber nach, wie viel Zeit und Energie ich verschwendet habe, mich dick zu fühlen, mich dünn zu wünschen, mich schuldig zu fühlen für all die leckeren Dinge, die ich immer wieder, weil ich liebe Essen, ich liebe, ja, das ist genau. Ist auch was Und dann Schönes. total und mich schlecht zu fühlen, weil ich wieder lecker gegessen habe. Dann auf Kohlenhydrate zu verzichten, dann zu fasten, dann Diät zu machen, dann Sorgen, weil gerade so ein bisschen locker gelassen wurde. Also diese ganze Energie und dieses schlechte Gefühl und diese Selbstablehnung, die dadurch so präsent in mir war. Und was mir wirklich hilft, ist der Ansatz, das Pferd so ein bisschen von hinten aufzuzäumen und ja, in den letzten Jahren, wo ich eben angefangen habe, mit dem Körper zu arbeiten, auf verschiedenen Ebenen, aber eben auch ganz konkret der Sport. Ich habe nie gerne Sport gemacht. Meine Gedanken sind, ich kann keinen Sport. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwie in den letzten Jahren immer mehr Zugang dazu gefunden und auch meine Arten, mich zu bewegen. Ne? Vielleicht kannst du nachher erzählen, es gibt ja nicht nur die eine Art Sport zu treiben und dann zu merken, ja Mann, da verändert sich was, mein Körper wird ein bisschen stärker. Auf einmal merke ich, fühle ich mich auch gewappneter, auf einmal fühle ich mich irgendwie, kann ich gerade gehen, ich nehme mehr Raum ein, das wirkt sich auf mein Selbstbewusstsein aus, ich kann auch irgendwie, kann anders im Leben stehen, ich kann mich und meinen Körper anders wahrnehmen und genießen und also das meine ich mit dem Pferd von hinten aufzäumen. Ist das etwas, was du auch erlebst, diese körperliche Stärke oder so ein anderes Gefühl zum Körper zu bekommen, das wirkt auch diesem der Selbstablehnung entgegen? Total. Erstmal, was ich gerade noch für einen Impuls hatte, weil du ja auch gesagt hast, Essen ist was super Schönes, muss ich gerade daran denken. Vor allem ja auch jemand wie du, der schon auch an verschiedenen Orten gelebt hat, wo es richtig tolles Essen gibt. Habe ich jetzt irgendwie so gerade dran gedacht. Oder alleine auch, wenn man Urlaub macht, wie schade ist es, wenn man halt an solchen Orten, also allgemein auch gesprochen, zum Beispiel verzichtet oder sagt, boah, hier gibt es zwar, ne, in New York oder so das und das und das. Und das esse ich jetzt aber nicht, weil ich mich so schlecht dabei fühle. Das ist doch richtig scheiße. Also das ist so, nee, das hatte ich gerade noch so den Impuls, weil ich daran denken musste. Ja, und trotzdem ist das doch die Ne? Realität für die allermeisten Menschen, Voll, oder? total. Oder für die allermeisten Frauen zumindest. Ja, total. Und das Ding ist, es ist halt einfach überhaupt nicht nötig. Das ist so das, was mich frustriert. Ich habe das auch 7, 8, 9 Jahre lang gedacht und verzichtet, aber bis ich einfach mal verstanden habe, es ist gar nicht nötig. Du kannst auch, natürlich nicht 24/7, ne? Pizza nicht reinschaufeln, das ist uns allen klar, aber du kannst auch einen Weg finden, wie du das wirklich, also wahre Balance, das Wort Balance ist ein bisschen ausgelutscht, finde ich, aber das wirklich auch integrieren kannst und auf deinen Körper hören Aber kannst. Sonja, wie denn? Also, Ja, jetzt mal ehrlich. wie Also, wieso ist denn? das? Also, Ja. erhelle uns. Das Ding ist, das ist natürlich echt auch ein Weg, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man so 2, 3 Sachen macht und dann hat es Klick gemacht. Das ist so. Es ist wirklich, wirklich ein Weg. Und es gibt auch nicht so den einen Weg. Also viele Wege führen nach Rom. Ich verfolge ja den Ansatz, an allen 3 Säulen zu arbeiten. Und das ist Punkt Nummer 1. Weil viele Frauen gehen auch hin und sagen, okay, ich ändere jetzt an meiner Ernährung dies. Oder ich ändere jetzt den Trainingsplan oder so. Aber wir sind ja ein Mensch, ein ganzheitliches System. Und auch wenn wir an Training und Ernährung arbeiten, super, aber gerade auch bei Frauen, weil ich verfolge ja auch so den Ansatz, Mindset kann dich auch am Abnehmen hindern, wo wir ja auch unsere Schnittstelle haben. Also wenn ich eine Top-Ernährung habe, ein Top-Training habe, was eh schon bei den meisten nicht der Fall ist, aber wenn das der Fall ist, und dann habe ich aber meinen Kopf, der die ganze Zeit mir dagegen redet und der mir die ganze Zeit Stress macht und sagt, das ist nicht gut genug, du nimmst nicht schnell genug ab.
ich mich unter Druck setze, mich vergleiche, zweifle, vielleicht ein gestörtes Essverhalten habe, 24/7 an Essen denke, dann werde ich auch langfristig damit nicht glücklich. Das heißt, es ist nötig, an allen drei Säulen zu arbeiten: Training, Ernährung und Mindset. Und Thema Ernährung zu lernen, also Ernährung zu verstehen, nicht einfach nur einen Ernährungsplan zu folgen, sondern was ist wichtig für meinen Körper? Welche Nährstoffe sind für mich wichtig? Ja, natürlich auch, wie viele Kalorien ungefähr, das mal einschätzen zu können. Was ist zu wenig? Was ist zu viel? Was sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette? Und was ist wofür für meinen Körper wichtig, damit er gut funktioniert? Warum habe ich Heißhunger überhaupt? Und wann kommt er vor? Wie kann ich den vorbeugen? Warum ist es so wichtig, viel Wasser zu trinken? All diese Dinge, regelmäßig zu essen. Wie kann ich aber auch langsam, aber sicher immer mal wieder Schokolade integrieren? Was ist ein sinnvoll geplantes Training für mich? Betonung auch für mich, ne? Wenn ich es hasse, zum Sport zu gehen, muss ich halt einen Weg finden, der mir Spaß macht. So, wenn ich aber natürlich, das nochmal vorweg, wenn ich nur abnehmen will, ist Sport nicht wichtig. Wenn ich halt meinen Körper definieren und straffen und Muskulatur aufbauen will, dann ist Krafttraining natürlich wichtig. Ohne das geht es nicht. Das heißt, ich darf einen Weg finden, wie es mir Spaß macht. Und eine Regelmäßigkeit, die realistisch ist und nicht zu sagen, ich bin Mama von 5 Kindern und habe einen Alltag, also renne ich noch 6-mal die Woche ins Gym, obwohl es für mich nicht realistisch ist. Also zu sagen, okay, was kann ich denn einbauen? Und von diesen Dingen, die zu mir passen, die Schritt für Schritt so anzupassen, die, wo dein Körper halt sagt, okay, ich verliere Fett. So, das ist so eigentlich, wie es funktioniert. Was wären denn so erste Schritte, also wenn man jetzt diesen Ansatz fährt und für sich herausfinden möchte, was funktioniert denn für mich? Wie würde denn jemand beginnen? Also ich würde empfehlen, erstmal zu schauen, was funktioniert denn nicht. So, weil ich kann, ne, mir wieder jetzt was Neues anfangen und einen neuen Plan und eine neue Diese, aber erstmal zu reflektieren. Immer erstmal einen Schritt zurückgehen. Das ist immer irgendwie mein Ding. Einen Schritt zurückgehen und mal zu reflektieren. Die letzten Monate, Jahre, Jahrzehnte, was hat nicht funktioniert? Was passt gar nicht zu mir? Beispiel von mir, Low Carb. Passt gar nicht zu mir. Ich hasse Low Carb. Ich liebe Kohlenhydrate. Das ist also total unrealistisch, dass ich nur einen einzigen Tag lang auf Kohlenhydrate verzichte. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss einen Weg finden, irgendwie mit Kohlenhydraten das Ganze zu meistern. Was passt vielleicht noch nicht zu mir? Joggen gehen, Smoothies trinken, so Green Juices oder so. Also erstmal auch zu schauen, Ausschlussverfahren, was passt nicht zu mir? Weil da bin ich schon ganz, ganz viel schlauer und das klingt so simpel, was machen viele Frauen gar nicht. Und machen den gleichen Fehler, das ist Punkt Nummer zwei, machen die gleichen Fehler immer und immer wieder. Und sagen, na gut, mit Low Carb hat es nicht geklappt, also versuche ich es irgendwie in einer anderen Ernährungsform, wo ich einen Makronährstoff wegstreiche. Esse ich vielleicht keine Fette oder so. Aber also, ne, das ist das Gleiche nur in grün. Erstmal zu schauen, was klappt für mich nicht. Und dann natürlich auch, das ist essentiell, finde ich, Punkt Nummer zwei, drei, weiß ich jetzt gerade nicht, weil je länger du in diesem ganzen Ding drin bist, desto weniger kannst du es selber objektiv sehen, dir in irgendeiner Form Hilfe zu holen. Und ob das jetzt ein Coaching ist oder auch alleine einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen über diese ganzen Themen und immer mal wieder eine andere Perspektive zu sehen über deine Ernährung, über dein Training, wenn mal mit einem Trainer zu sprechen. So, also ich würde schon immer mal wieder über meinen Tellerrand hinausgucken, weil wenn ich alleine nicht weiterkomme, dann kann ich mich noch so oft im Kreis drehen, ich muss mal jemanden fragen, der da ist, wo ich hin will. Das habe ich damals auch gemacht. Das spart dir Monate, sogar vielleicht Jahre. Und dann mal zu gucken, was machen diejenigen? Kann ich den mal fragen? Das würde ich raten. Ich setze mich ja auch schon lange mit dem Thema auseinander und mir wurde immer gesagt, also wenn man abnehmen möchte, dann ist die Ernährung das A und O. Der Sport ist, auch das hast du ja gerade angesprochen, ist, sag ich mal, eher zweitrangig. Aber ich möchte ehrlich gesagt so ein bisschen nochmal diesen körperlichen Ansatz pushen, weil das irgendwie für mich besonders gut zu funktionieren scheint. Ich bekomme ein anderes Gefühl zum Körper. Wie ich gerade schon gesagt habe, so ich merke, der Körper wird ein bisschen stärker. Ich werde irgendwie stärker und gefühle mich gewappneter. Und Total. ich habe, also ich wohne hier in Köln im belgischen Viertel und hier gibt es ganz viele schöne Frauen. Und ich gucke die an und denke, wow, also wunderschön, wunderschönes Gesicht, aber du trägst dich nicht gut. Ich sehe da eine gewisse Gehemmtheit in dir. Also der Körper ist irgendwie hart und vielleicht auch so ein bisschen krumm. Und ich will eigentlich sagen, wenn wir mit dem Körper arbeiten und dieser sich wieder aufrichten kann und wieder Raum einnehmen kann, und also das.
macht ja auch ganz viel, also erstmal mit dem eigenen Empfinden, weil du siehst diese wunderschönen Frauen und du kannst ihnen aber ansehen, dass sie sich nicht selbst als schön empfinden. Krass, Ne? Das ne? ist ganz interessant. Und dann gibt es andere Frauen, die vielleicht nicht aussehen wie ein Model, ja, so wie die allermeisten, und die aber irgendwie so eine Leichtigkeit vermitteln oder die ihren Körper einfach anders tragen können. Und das ist etwas, was ich eben persönlich auch in den letzten Jahren erstmalig kennengelernt habe. Ich habe mit meinem Körper gearbeitet, auf einmal stehe ich anders im Leben. Ich sehe anders aus, ja, weil ich Ja. aufrechter bin, aber ich fühle mich auch anders. Ich fühle mich schöner, ich fühle mich selbstbewusster. Also meine Frage ist eigentlich, was für einen riesen Impact eigentlich der Sport dann doch hat, wenn es ums Abnehmen geht, wenn es ums Selbstbewusstsein geht. Und es gibt ja, wie gesagt, nicht nur den einen Sport, aber dieses mit dem Körper arbeiten, den Körper zu bewegen, ein Total. anderes Gefühl zu sich selbst zu bekommen. Also würde ich Ja. sagen, mindestens 50-50. Oder ist der Sport nicht vielleicht doch noch wichtiger oder die Bewegung? Ja, bin ich auch auf jeden Fall bei dir, was das angeht. Also, du kannst auf jeden Fall, sagen wir mal, nachhaltigeren Erfolg haben. Ne, wenn es dir wirklich darum geht, naja, ich möchte jetzt hier diese 5 Kilo abnehmen, ist mir auch egal, ob es einfach dünn wird oder ob es straff und definiert wird, weil dafür ist Sport nötig. Ich will einfach nur ganz stumpf diese 5 Kilo abnehmen. Und dann ist es schon auch viel über die Ernährung zu regeln. Aber ne, was ist dann? Bist du dann glücklich? Fühlst du dich gut in deinem Körper und so weiter? Das heißt, wenn ich natürlich alle diese drei Säulen integriere, Training und Mindsetarbeit, dann ist das natürlich etwas, wovon du ins eine Aufwärtsspirale einfach, wo du dein Leben lang von profitierst, wo du immer wieder merkst, oh, hier werde ich doch mal wieder ein bisschen stärker. Hier habe ich wieder was über mich selbst gelernt. Und auch gerade diese Mindset-Komponente, die du ja eh auch in anderer Art und Weise schon viel auch für dich gemacht hast und ja auch auf täglicher Basis tust, auch super, super wichtig, auch mal stolz zu sein auf die eigenen Erfolge. Das sehe ich natürlich auch ganz häufig, ne? Dass dann auch sowas ganz schnell mal runtergeredet wird und ne, ach nee, das war jetzt nur Zufall, dass ich heute ein bisschen stärker war und dies und das. Also wir Frauen sind ja auch wahnsinnig gut darin, uns irgendwie runterzureden. Und auch das zu üben, sich zu feiern für diese kleinen Erfolge und zu sagen, ja, krass, jetzt habe ich hier schon wieder ne, zwei Wiederholungen mehr geschafft oder hier mal ein bisschen, was weiß ich. Das tut so, 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 so gut und das ist auch Übung, sich dafür zu feiern und sich nicht runterzureden, klar. Aber du hast, also bin ich voll bei dir. Das macht so, so, so viel und man kann das Menschen tatsächlich sofort ansehen. Und weißt du, vielleicht ist ja auch dieser Fake it till you make it Aspekt interessant, da, dass man sich selbst mit so kleinen Tipps auch über Wasser halten kann. Allein schon mal so ein bisschen den Körper anders zu halten, ein bisschen gerader zu gehen, die Schultern zurückzunehmen, dieses Umpositionieren suggeriert dem Körper ja, oder es werden andere Hormone ausgeschüttet im Körper. Also wenn man so ein bisschen zusammengesunken ist und sich so selber so ein bisschen klein macht, das wirkt sich ja direkt auch auf das Gefühlsleben aus. Also Ja. diese kleinen Hacks, dass man vielleicht darauf achtet, ich gehe jetzt mal ein bisschen gerader, ich schaue den Menschen, ich traue mich den Menschen ins Gesicht, in die Augen zu gucken. Ja, total. Das Gleiche funktioniert ja auch beim Lächeln, ne? Wenn man die Mundwinkel nach oben zieht, werden ja auch schon ein kleines bisschen mehr Glückshormone ausgestoßen. Und sich allein schon die Frage zu stellen, das wäre vielleicht eine Aufgabe für die Hörerinnen und Hörer. Die Version meiner selbst, die jetzt vielleicht, wenn man in die Zukunft denkt, noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate weiter an sich gearbeitet hat und noch selbstbewusster ist und noch mehr ihren Körper liebt und noch ein gesünderes Essverhalten hat und noch mehr bei sich ist, wie würde die sich heute verhalten? Wie würde diese Version in das Gespräch heute gehen? Wie würde die in das Meeting gehen? Wie würde die diesen Anruf tätigen? Wie würde die jetzt gerade hier sitzen und diesen Podcast hören? Was würde die dabei machen? Und dann ist einfach schon zu tun. Einfach schon zu tun und diese Version deiner selbst schon jetzt zu verkörpern, auch wenn du vielleicht noch so einen Widerstand spürst und denkst, naja, bin ich das? Einfach machen. Einfach schon mal machen und die Zukunft ins Hier und Jetzt holen, weil das ist ja so, wie wir es kreieren. Wenn wir immer warten auf, wenn ich die 5 Kilo abgenommen habe, dann werde ich so und so sein. Ne? Wenn ich die Beziehung habe, dann werde ich glücklich. Wenn das und das, das funktioniert, die Rechnung geht nie auf. Also wir dürfen ja jetzt schon das sein, was wir gerne sein wollen. Ich habe noch mal eine ganz konkrete Frage zum Sport, und du hast es vorhin angesprochen, Krafttraining, Ja. Frauen und Krafttraining. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Warum ist das wichtig oder unwichtig, oder wie stehst du dazu? Also ich habe mit Krafttraining 2015 angefangen
Und ich liebe Krafttraining. Das ist so, ich habe nämlich auch mein Leben lang gedacht, ich bin nicht sportlich, weil Schulsport ganz schlimm war und die Lehrer haben auch ganz schlimme Sachen zu mir gesagt. Und ich habe richtige Angst davor gehabt, ne? Richtig mit Zittern und Bauchschmerzen und Mama schreibt mich bitte, bitte krank. Ich hatte zum Glück eine ganz tolle Mama, die das immer gemacht hat. Aber ich hatte wirklich richtig Angst davor. Und dann Glaubenssatz, ich bin nicht sportlich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wow, Krafttraining ist voll mein Ding, weil da ist keine Teamsportart, das ist keine Ballsportart. Ich habe voll immer Angst gehabt, die Bälle fliegen mir ins Gesicht und so. Und da bin ich nur auf mich, nur ich. Me versus me, nur ich. Es hat mir so Spaß gemacht. Und deswegen kann es tatsächlich ein Weg sein, wenn man es halt richtig auch angeht und einen vernünftigen Trainingsplan hat und da eine coole Übung und so, wo vielleicht, und das habe ich auch immer wieder erlebt, viele Frauen sich wiederfinden, die vielleicht sich nicht so im Sport generell sehen. Das kann häufig ein cooler Ansatz sein, weil du nur dich selbst hast. Du dein eigener Gegner bist, du von niemandem abhängig bist. Das ist halt das Coole. Plus natürlich, es hält sich immer noch der Mythos Krafttraining, ne? Männer und dann aufgepumpt sein und viel Muskulatur und breit werden und so. Ich habe eine Bodybuilding-Phase gehabt, wo ich genau dieses Schönheitsideal hatte. Ich wollte möglichst wenig aussehen wie eine Frau. Ich wollte tatsächlich gerne aussehen wie ein Mann und immer männlicher und immer breiter. Und ich hatte so Adern auf dem Bizeps und so breite Schultern und so. Also das kann man auch auf Social Media alles sehen. Und dafür war aber nötig, jahrelang zu trainieren, 5 bis 6 Mal die Woche, teilweise 2 Stunden lang, ich sag's jetzt einfach mal, zu fressen wie ein Mann, 4.500 Kalorien, was unglaublich viel ist, also jeden Tag so viele Eiweißshakes zu trinken, so viele Dinge, also und dann hat es immer noch Jahre gedauert. Also einen Muskelberg wird man nicht von heute auf morgen, für alle Frauen, die dafür Angst haben. Man muss richtig kämpfen dafür, dass das passiert. Und dann habe ich halt auch irgendwann, also dann habe ich meine ganzen Sachen geändert und so, und dann ist es auch ganz schnell wieder verschwunden. Also es passiert nicht von heute auf morgen für alle, die davor Angst haben. Und Muskulatur hat eher wirklich den Vorteil, dass sie uns formt, dass sie uns definiert, dass sie uns strafft, einfach ja, einen geformten Körper gibt. Ja, Deswegen aufrichtet, ne? Auch. aufrichtet, ja, gesunde Haltung für einen gesunden Rücken. Krafttraining hat so viele Vorteile. Ja, und die meisten Ängste, die auch Frauen haben, kann man tatsächlich widerlegen. Ja, ich kann mich total identifizieren mit der Art und Weise, Sport zu machen, die du gerade beschrieben hast. Also dieses Teamsport. Ich weiß, dass manche Menschen das lieben, auch mit anderen Menschen sich zu bewegen, dieses kompetitive Element, das manche Menschen lieben. Mich hat das immer enorm unter Druck gesetzt. Ich habe Mich das, auch. ich konnte es nicht und ich war nicht gut und ich war, und dann macht es natürlich auch nicht Spaß. Und jetzt dieses, also ich mache sehr gerne auch Yoga Pilates, diese Geschichten, aber ich gehe seit einem Jahr jetzt ins Fitnessstudio und mache da meine Übungen. Und ich liebe es, weil ich das so, es ist, ich habe es im Überblick, ich kann. Ich habe es unter Kontrolle. Ich glaube, hiermit können sich viele identifizieren. Ich weiß, was ich mache. Ich werde immer besser, also ich werde stärker. Und es gibt einfach die verschiedensten Arten, sich zu bewegen und Sport zu machen. Jeder muss das finden, was ihm liegt und wo man auch Lust hat, dabei zu bleiben. Und weißt du, was ich noch beobachtet habe, was ich super spannend finde? Als ich jung war, ich meine, ich bin jetzt 37, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber mein Schönheitsideal früher war, so dünn wie möglich zu sein. Ich habe mich immer als zu dick empfunden, hatte auch früher eine Essstörung, ein paar Jahre. Also ich wollte eigentlich verschwinden. Ja, das ist ja, hat ja auch viel damit zu tun, was für Schwierigkeiten wir im Leben haben, die Situation, das Unglück, in dem wir uns empfinden, Selbstwertgefühl. Aber ich wollte sozusagen so dünn wie möglich sein. Und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Die sind natürlich alle jünger als ich. Die sind alle so um die 20. Trainieren richtig. Die haben so richtig schön definierte, ich sage jetzt mal, pralle Körper. Das ist ein ganz anderes Schönheitsideal, als ich Total. noch erlebt habe. Es geht eher um runde Formen, Kim Kardashian-Style in dem Sinne. Das ist ein ganz anderes Schönheitsideal. Und ich glaube, also dreht sich natürlich immer noch alles ums Aussehen. Das ist einfach, es ist keine für mich gesunde Haltung. Dennoch, es ist ein gesünderes Ideal als das, was noch vor 20 Jahren irgendwie und vielleicht sogar noch vor 40 Jahren, Twiggy, dünn, dünn, dünn. Ne? Das hat sich schon verändert. Total, ich finde auch, dass man das differenziert betrachten darf, ne? Ob es jetzt
überhaupt realistisch ist, dass ein Schönheitsideal niemals existieren wird, I don't know, ne? Und dann ist es vielleicht eher realistisch hinzugehen, dass man aus dem, was irgendwie da ist, das Beste macht oder die Perspektive wählt, die am gesündesten für einen selbst ist. Und tatsächlich ist es ganz, ganz oft so, dass dieser Glaubenssatz, ich bin nicht sportlich oder so, das ist eigentlich fast in keinem Fall stimmt das. Weil jeder Mensch, auch wenn er noch nie 20, 30, 40, 50, 60 Jahre noch nie irgendwas gemacht hat, kann irgendwas ganz gut und findet eine Leidenschaft dafür, auch wenn es erstmal Walken ist oder irgendwie, also das ist ja, jeder Mensch findet irgendetwas, wo er seinen Körper bewegen kann, unabhängig vom Aussehen. Und es tut einfach so, so gut. Es ist auch bewiesenermaßen so, dass danach Glückshormone ausgeschüttet werden, du dich besser fühlst, Motivation ein kleines bisschen höher ist, danach auch deinem Körper was Gutes zu tun und nochmal ein extra Glas Wasser zu trinken und so weiter. Risiko für alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind viel, viel niedriger. Also klar ist, ne, es ist so, 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 so wichtig, einfach was zu tun und sich nicht zufrieden damit zu geben. Ich kann das nicht. Was ist denn vielleicht die letzte Frage, die für ganz viele interessant ist? Was lässt uns denn dranbleiben? Also was ist für dich so ein Motivationstipp, nicht immer wieder abzuspringen? Also für die Frauen, die natürlich optische Ziele auch haben, die zum Beispiel sagen, naja, ich möchte schon ein bisschen was abnehmen und irgendwie Fett verlieren und so, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie früher oder später auch den ein oder anderen Erfolg sehen. Na? Weil das ist natürlich auch etwas, was ich beobachte und auch selber, ich habe ein paar jahrelang trainiert und mein Körper hat sich nicht verändert. Ich dachte, das demotiviert ja total. Und irgendwann fragst du dich, warum renne ich überhaupt ins Fitnessstudio? Ne, warum ernähre ich mich so und so, wenn ich eh keine Erfolge sehe? Das heißt, ne, früher oder später ist es schon wichtig, dass man mal sieht, ja, hier in meinem Umfang tut sich was. Ah, ich werde stärker, ah, ich fühle mich wohler. Auch mal vielleicht ein Kilo verliere ich oder so. Es ist ja schon wichtig zu merken, ich fahre die richtige Strategie. Ne, wo wir halt wieder beim Anfangspunkt sind, es ist wichtig für dich, die richtige Strategie zu finden. So. Und wenn halt wirklich ganz, ganz lange keine Ergebnisse auf sich warten lassen, ne, keine Ergebnisse kommen, so fährst du wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Also das heißt, kleine Erfolge sind schon wichtig und Betonung auf kleine. Kleine Erfolge sind wirklich wichtig. Das ist so der zweite Punkt. Das lässt mich persönlich auch, hat mich immer dranbleiben lassen, weil ich immer wieder versucht habe, mich auf die kleinen Dinge zu fokussieren, weil was wir ja auch immer ganz oft wollen, ist, wir wollen die 10 Kilo in einer Woche verlieren und wir wollen sofort das gesunde Essverhalten und wir wollen sofort am Buffet überhaupt keine Panikattacke mehr kriegen, weil uns das alles hier unter Druck setzt. Wir wollen das sofort, ne? Und dann vergleichen wir uns wieder mit anderen und da scheint es ja viel besser zu laufen und so weiter. Also dann wirklich zu sagen, naja gut, aber ich habe heute vielleicht doch schon mal den Teller nicht ganz aufgegessen, weil ich satt war. Oder ich habe heute doch, bin ich noch zum Training gegangen und habe 2,5 Kilo mehr geschafft. Ne? Also immer mal wieder zu schauen, was ich auch schon geschafft habe, das lässt einen einfach, das lässt einen dranbleiben. Ja, ich erinnere mich da an einen Tipp von einer Freundin, oder die einfach ganz viel Sport macht und auch Kraftsport macht, die toll aussieht, die eben gar nicht so bodybuildermäßig aussieht, wie du das gerade auch unterstrichen hast, die gesagt hat, sie hat im ersten Jahr ja jede Woche ein Foto von sich im Spiegel gemacht, um einfach dieses Messbare zu haben, um diese kleinen Erfolge auch wahrnehmen zu können, also auch das Bewusstsein zu schärfen, die kleinen Erfolge überhaupt wahrnehmen zu können, für sich selber zu sehen, da tut sich tatsächlich was. Okay. Ganz wichtig, total wichtig. Da hilft natürlich auch oft eine objektive Sichtweise, ne? Also gerade wir selbst sind ja auch bei Fotos manchmal so, ah nee, da tut sich gar nichts. Und wie oft erlebe ich das im Coaching, dass die Mädels mir dann Bilder schicken. Wir machen alle 4, 5 Wochen neue Bilder. Und dann schicken sie mir das und sagen, hat sich gar nichts getan. Und dann lege ich das nebeneinander und schicke denen das und sage, doch, guck mal, wo dein Bauch hin ist und guck mal die 5 Zentimeter, die weg sind und so. Naja, stimmt, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also es ist so verzerrt manchmal, wie wir da selber mit uns sind. Deswegen ist es total wichtig, wenn man halt niemanden hat, mit dem man zum Beispiel arbeitet, da wirklich immer wieder objektiv versuchen, drauf zu gucken oder vielleicht eine Freundin zu fragen oder vielleicht, ne, also wirklich zu schauen, objektiv betrachtet, wenn ich mich jetzt angucken würde als jemand, der nicht ich ist, würde ich jetzt gerade Fortschritte sehen, ja oder nein, das ist echt wichtig. Sonja, wo kann man dich finden, wenn man jetzt denkt, ah, ich würde gerne mal so ein bisschen Begleitung haben, so ein bisschen Objektivität mitnehmen? Überall. Also eigentlich überall,
Ich habe ja auch einen Podcast, wo wir auch eine Folge aufgenommen haben, aufnehmen zusammen, also auf meinem Podcast. Also eigentlich findet man mich überall, wenn man Sonja Taucher eingibt. Podcast, YouTube, Website, sonjataucher.de, Instagram, TikTok. Ja, auf pro Kanal share ich halt unterschiedlich. Also bei YouTube halt ein bisschen mehr Informationen, ne, bei Podcast vielleicht ein bisschen kürzer, bei TikTok natürlich super kurz, klar. Also jeder kann ja mal gucken, was da für ein. Aber im Prinzip überall. Packe ich alles in die Shownotes. Wie heißt dein Podcast? Für alle, die Der mich heißt Live zuhören. Shift. Der Live heißt Shift. Live Shift. Das kommt daraus quasi, wie du ja dein Live shiftest. Da habe ich irgendwie mehr so zusammengebastelt, weil es da auch um alle drei Säulen geht, ne? Um Training, Ernährung und Mindset. Da gebe ich immer mal wieder so ein paar Impulse. Und genau, für jemanden, für den das Coaching vielleicht interessant sein könnte, mal einfach mal auf die Website gehen, sonjataucher.de, aber ich glaube, da wird man auf jeden Fall fündig. Toll. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Sonja. Ich danke dir auch. Ich finde, es war richtig, richtig cool. Und ich hoffe, der ein oder andere hat was mitnehmen können. Würde ich mich auch voll über der Nachricht freuen. Und also ich freue mich da immer voll drüber zu hören, was genau jemandem vielleicht was gebracht hat oder was genau irgendwie vielleicht mal Klick gemacht hat oder so. Also da gerne, gerne ja, Feedback Nachrichten erwünscht. schreiben. Feedback erwünscht. Ansonsten, ja, auf meinem Podcast gibt es auch noch eine Folge von uns. Vielen lieben Dank, dass ich hier Danke. sein durfte. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein paar gute Impulse mitnehmen. Schaut doch mal bei Sonja vorbei, wenn ein Veränderungswunsch besteht oder ein Begleitwunsch besteht. Und ja, vielleicht hilft der letzte Satz, den ich noch vorbereitet habe, den ich mitteilen möchte, ein bisschen. Ich versuche, mich immer mehr darauf zu konzentrieren, was mein Körper kann. Anstatt darüber zu grübeln, was mir alles an meinem Körper nicht gefällt, glaube ich, dass wir uns darauf konzentrieren dürfen, alles anzuerkennen, was unser Körper tagtäglich für uns leistet und dass wir aus Organen bestehen und dass wir von unseren Füßen getragen werden und dass unser Körper einfach Leben bedeutet. Und ich bewege ihn, ich erlebe dadurch seine Stärke, seine Beweglichkeit und Kraft. Bewegung generell sorgt dafür, dass ich meinen Körper mehr von innen und nicht nur von außen erlebe. Und außerdem zeigen Untersuchungen, dass Menschen, die regelmäßig Bewegung haben, was auch immer für eine Sportart es ist, aber dass wenn wir Bewegung im Alltag haben, dass wir dadurch auch ein besseres Körperbild haben. Ein besseres als diejenigen, die sich gar nicht bewegen, die keinen Sport machen. Es gibt also absolut eine direkte Verbindung und vielleicht inspiriert dich diese Folge, eine Möglichkeit der Bewegung für dich zu finden, die dir Spaß macht, die für deinen Körper stimmt und mit der du eine positive Veränderung erfahren kannst. Also, wenn du deinen Körper gerade ablehnst, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, etwas ganz Radikales zu tun und einfach darüber hinwegzukommen. Und vielleicht kann dir eben der körperliche Ansatz da eine große Hilfe sein. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche Mittwoch hört ihr wieder von mir. Habt eine gute Woche. Hat dir diese Folge weitergeholfen? Kennst du vielleicht jemanden, der auch davon profitieren könnte? Dann teile sehr gerne, was für dich hilfreich war. Teile diese Folge. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen. Das ist mein monatliches Coaching-Programm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel. Wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten. Besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.karlajohannascheffer.com/Einzelcoaching. Ich freue mich, mit dir in dieses neue Jahr zu gehen. Wir sehen uns dort.